Jetzt willkommen zurück zu Ark oder auch Wiking allein zu Haus. Wer sich jetzt wundert, ich habe meine Hütte fertig. Da draußen steht ein Triceratops, der auch mir gehört. Tut mir ganz, ganz furchtbar leid. Und irgendwie bin ich gerade hier. Ja. Wie konnte ich nochmal das HUD ausblenden? Ach ja, hier. So. Dann, warum auch immer, ist mir die Aufnahme der Folge 3, der ursprünglichen Folge 3, kaputt gegangen. In der Folge habe ich mir diesen Triceratops hier geholt, der ist immerhin Level 51. Am Ende der Folge, also die Folge bestand aus Zähmen und nebenbei abbauen, am Ende der Folge habe ich dann hier noch, ihm einen Sattel gebaut. Und jetzt ist er da. Unser kleiner Triceratops, der auch noch keinen Namen hat. Und ja, es ist gewaltig nervig, dass hier dieses eine Viech draußen rumtrampelt. Ja, wie dem auch sei, ich habe den ja vor allem dafür da, dass ich mir hier auch Beeren einfacher holen kann. Und wir tun hier mal ein bisschen so Fleisch anzünden, wollte ich schon sagen, Fleisch durchbraten. Und dann werden wir uns gleich das erste Mal mit ihm hier auf den Weg machen. Ich muss ihn davor nur ausladen, weil ihr seht es selber. Während im Zähmen habe ich ihn natürlich auch gut beladen. So, ich brauche, wie viele Wände brauche ich immer? 3, 6 und 4 sind 10 Wände brauche ich. Stell doch mal 10 Wände her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, schauen wir mal, was ich. Dann tausche ich da gleich ein bisschen die Holzwände gegen aus und dieser. Oh. Du Bronto, du nervst. Du nervst gewaltig. Da bin ich echt am Überlegen, ob ich dich irgendwie da entfernen soll. Nur, mir würde gerade keine wirklich sinnvolle Möglichkeit einfallen, dich zu killen. Bewegen kann ich mich nicht. Oh, einer fehlt mir aber noch. Davon brauche ich 2. Davon noch eine. So. Na, war doch mal gucken hier. Du bist überladen. Entfernen etwas aus dem Inventar wieder laufen zu können. So. Hab was entfernt. Oh, und ich habe auch gerade festgestellt, ich habe mich ja auch ein bisschen verzählt, ne? Sag mal, geht's noch? Oh, und ich die ganze Zeit auf die falsche Taste. Das ist mein Haus da. Such dir dein eigenes. Aber lass mein Haus in Ruhe, du blödes Biest. Ja. Ich habe nämlich die Wände nur für einmal rundum gezählt, nicht für mehrmals drumrum. Wie man jetzt hier unschwer erkennen kann. Das dann noch einmal bitte hier hin, nicht oben. Und das war es dann auch schon wieder so. Ist mal erstmal hier platt. Was hast du noch so dabei? Ach, du hast kaum noch was dabei jetzt. Außer noch ein paar Beeren, die du mal behalten darfst. Und ja, dann schauen wir mal, was habe ich hier noch? Ich habe da noch ein bisschen was davon, ein bisschen was hiervon. Heben wir doch auch erstmal auf. Das Stroh heben wir auch mal auf. Eins müsste hier reingehören, oder? Nee. Oh, ich habe hier schon Steine und Dings. Ich brauche irgendwann mal ein Sorting-System hier, ne? Ach komm, ich mache hier Stroh und Fiber rein. So, und dann gucken wir mal. Boah, wenn du da unten jetzt der Größere bist. Weißt du, ich bin ewig gerannt. Ne, ist 9. Ich war nämlich bis ganz da hinten. Da hinter dem Schiffchen. Da hinten war ich. Weil ich davor keinen Triceratops gefunden habe. Das wird mich jetzt also ein klitzeklein bisschen, hätte mich das jetzt schon geärgert, wenn das hier plötzlich wieder Riese rumsteht oder so, ne? So, wir nehmen hier mal ein paar Beeren mit. War hier ein Baum? Ich habe nichts gemerkt, dass da ein Baum war.
So. Noch so einer. Das sind mehrere Triceratoren. Lass mich mal bitte kurz gucken, wie groß die sind. Vielleicht finde ich ja doch noch was Größeres. Ein Dilo. 63er Dilo sogar. Hammer. Nicht zurück. Lass den in Ruhe. Nein. Komm wieder her. Komm zu mir. Lass den in Ruhe. Ich will nicht, dass der im Wasser liegt. So, 63er Dilo. Da lohnt sich ja bald das Zähmen bei solchen Dilos, ey. Habe ich den jetzt eigentlich auf Dings? Ein bisschen mehr Ausdauer kannst du einfach echt brauchen. Aber habe ich den jetzt eigentlich auf... greif dein Ziel an. Was war das? War doch U. Greife Ziel an? J? Nein? Sag mal. Ich habe echt schon zu lange nicht mehr gespielt. Ach, das sind die. Die will ich jetzt gerade nicht. Nee. Die Ruinen stimmen sogar. Die habe ich wirklich hier gefunden. Ja. Ich bin gerade echt zu doof, ne? Jetzt mal ehrlich, warum steht der immer auf Greife Ziel an? Greif dein Ziel an und folge Kani. Greife Ziel an. Ach, naja. Ich habe die Tasten doch umbelegt. Ich habe die Tasten umbelegt, allerdings funktionieren sie nicht mehr so richtig. Schön. Das muss ich mal kurz einstellen. Weil der hat nämlich hier die Tasten wieder umgestellt, der Arsch. Alle passiv. Hätte ich gerne da. Alle neutral habe ich gerne hier. Und greife dieses Ziel an. Machen wir mal dahin. So. Weil die habe ich nur mal da unten. Du folgst mir, glaube ich, jetzt, gell? Gut, okay. Also mal wieder hoch. Heißt komm. Reite hoch. Und Nackenbären brauchen wir eh noch ein paar. Sag mal. Ey, dafür. Weißt du, echt letztes Mal habe ich hier gesucht. Gesucht habe ich danach. Und nichts war da. Und jetzt? Jetzt steht ein Trike nach dem anderen da. Oh, und Lady dreht ein bisschen durch. Ja, die hat mein Pfeifen vorhin mitgekriegt, als ich nur mal fröhlich hier rumgepfiffen habe, ne? Da. Haben wir das auch wieder korrigiert? Dich getroffen? Nee, oder? Wenn du Hunger hast, guck mal in dein Inventar, da ist genug drin. Kleiner Digger. Ja, super. Ganz schön stabil, das Strike. Klopf, klopf, klopf. Sag mal. Beim Zerlegen eines toten Trikes gelevelt. Geht's? Ich wollte gerade sagen, hey, geht's noch? So, mal gucken. Hier schmeißen wir auch mal ein bisschen was weg jetzt. Nämlich die da, das da. Die Samen.
Ich weiß nicht, ob wir die Samen brauchen. Vor allem jetzt am Anfang, ne? Das brauchen wir auf jeden Fall. Ja, man behält sie halt irgendwie dann doch erstmal. Ja, und ein bisschen werde ich hier auch noch klöpfeln, weil wir brauchen ja auch noch ein bisschen Holz, um hier weiter zu bauen. Oh, Fasern brauchen wir dafür. Sammelst du eigentlich Fasern? Ich glaube, so ein Trike sammelt keine Fasern, oder? Ich kann mir sowas immer nicht merken. Irgendwie kann ich mir sowas immer nicht merken. Er sammelt keine Fasern. Dann sammle ich mal selber ein paar Fasern. Wie soll ich den hier sauber entsorgt kriegen, ne? Och nö. Hat mich das wieder kurz mal weggeruckelt. Komm mal her. Holzwand. Ich hoffe, es ist die richtige. Mal gucken. Ja, es war die richtige, dann ist ja gut. Schildkröte, Schildkröte. Dieser Bronto ist echt sehr, sehr nervig gespawnt. Oh. Bleib du mal bitte kurz stehen. Aber komm du mal kurz wieder ein bisschen mehr mit rein hier. Weil du stehst da echt gerade doof. Und du darfst auch wieder ein bisschen leveln. Ich gehe mal vor allem mal auf Gewicht. Ach, warte mal. Nacoberries. Danke. Aber wir müssten hier eigentlich noch Fleisch drin haben. Genau, weg damit. Ja, ich glaube, dann nehme ich doch erstmal wieder runde Gesundheit. Ach, guck mal, Holztrapez geht auch sowas hier. Was habe ich denn? 73? Irgendwann werde ich hier oben auch Dings brauchen. Ich werde auch mal irgendwann ein Holz-Zaunfundament. Warte mal, das könnte ich mal Zaun. Fundament mal mir näher angucken, dass man irgendwann ein Gehege hier außenrum einzäunen kann. So, der Kram spawnt hier relativ schnell nach, ne? Ja. Hose wäre irgendwann auch immer schick. Ich glaube, ich sollte mal meine Hose bauen. So, also. Hätte ich gerne, kann weg. 1, 2, 3. 1, 2 nehmen. 1, 2, 3. 1, 1, 2. Ja, alles weg, was wir nicht brauchen. Also für Neoberries brauche ich eigentlich auch nicht, aber jetzt habe ich sie halt gerade. Ja, mal gucken, was wir sonst noch so sinnvoll nutzen können, ne?
Ja, wo ist mein Gewicht da? Und ich guck mal nach Herstellen. Ah, ich müsste eigentlich genug Leder dabei haben. Warte mal, Schuhe habe ich. Wo ist denn die Hose? Da ist die Lederhose. Da ist ein Lederhut. Handschuhe fehlen noch. Handschuhe, so. Eine Holzwand bauen wir auch noch eine. Und dann ziehen wir uns mal an hier. Ne? Oh, besser. Zwar alles noch sehr, sehr, sehr Standard, aber besser. Das da kommt weg. Das da. Bum, 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 bum. Wo gehört der hin? Der gehört über die Tür. So. Na, langsam wird's doch hier. Ja, Bettchen haben wir, genau. Also ich kann hier auch wieder wiederbeleben, sollte mal wirklich irgendwas gewaltig schief gehen. Ja, und inzwischen haben wir auch einiges an Narkose. Prinzipiell ja kein Wunder, wenn mir die ganze Zeit Narkose machen ist. Aber ich brauche es halt auch irgendwie. Ne? Holzbarrikaden sind noch relativ interessant. Irgendwie mal. Ein Schiff wäre irgendwann auch echt mal interessant. Komposthaufen. Komm, ich baue mir mal einen Komposthaufen bald. Den Futterbrot kann ich auch schon. Ein Angel. Ein Schmelzofen. Genau, einen Schmelzofen könnte ich auch echt mal bauen. Holzfensterrahmen. Langsam wird das doch hier. Werkbank. Metallaxt, Pike, Metall. So. Haben wir doch einiges jetzt mal gelernt. Dann können wir jetzt auch mal schauen, dass ich das der Reihe nach hinkriege. Wie zum Beispiel hier 125 Stein. Der Rest geht eigentlich relativ schnell. Vor allem, wenn wir so einen Schlepper dabei haben hier. So. Komm mal mit, Schlepper. Mal hier die Tür zu und dann gehen wir mal da in die Richtung hoch. Kommt da oben war Metallfelsen. Kloppen wir mal ein bisschen auf die ein, da werden wir Holz auch kriegen, sammeln noch ein bisschen Fasern uns unterwegs und fangen wir mal an. Da werden wir Steine natürlich auch kriegen, nicht Holz. Und dann schauen wir mal, dass wir da langsam ein bisschen, wie heißt's, auch Werkzeug hinkriegen, dass wir die Metallsachen bald haben. Die sind dann doch etwas stabiler. Und sicherer für uns, ne? Deutlich sicherer dürften die sein. Schon wieder eine Schildkröte. Meine Schildkröten hat es hier ohne Ende. Ja, nicht die beste Möglichkeit, auf so einen Stein einzuhauen, ne? Mit einem stinknormalen. Aber hey, was soll ich sagen? Ich brauche Stein und ein bisschen Metall zumindest. Dass wir dann die erste Metallpicke basteln können. Ach komm, lass doch mal ein bisschen was davon da, das bringt doch so alles nichts hier. Weil ich jetzt gar nicht geguckt habe, was ich an Wasser brauche, im Moment geht's noch. Das demnächst kaputt geht hier. 9, 9, 9, 9.
Aber diesen Grad ist eins kaputt gegangen, scheinbar. Da ist ein Achter. Ja, würde ich sagen, schauen wir mal, dass wir den Achter-Stack hier zerlegen und da Gammelfleisch draus machen. Gammelfleisch draus. So, Metall müsste ich jetzt eigentlich ziemlich viel haben. Steine. Wahrscheinlich sinnvoller woanders zu sammeln. Gib mir mal kurz den will ich haben. Da auf Taste. 125 Steine, aber die haue ich lieber woanders raus. Tierhäute habe ich. Holz gehen wir noch ein bisschen hauen. Werde ich wahrscheinlich gleich mit der Axt einfach mal auf Steine einprügeln, um Steine zu kriegen. So, wo sind sie da? Traktorloses Holz. Hier waren doch irgendwo auch überall normale Steine, ne? Ja, da zum Beispiel. Den nehmen wir doch mal jetzt her. Ja, und dann würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da. Kommentare sind gerne auch gesehen mit Tipps und ähnlichem, also da haltet euch nicht zurück. Und ansonsten, ja, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr auch die nächste Folge nicht. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und ich werde bis zum nächsten Mal da diesen Schmelzofen fertig basteln. Damit wir dann direkt auch einen Schmelzofen haben. Ne? Ein bisschen was kann ich ja im Off hier machen. Flimp. Was haben wir denn inzwischen? Stapelst du die mal bitte kurz, dass ich besser zählen kann. 144. Ja, sieht doch gut aus. Ich denke, wir können den Schmelzofen bauen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder mit Schmelzofen und hoffentlich auch schon Metallwerkzeug. Bis dahin, tschüss und viel Spaß.